Wunderland 2 hinter den Spiegeln. Das ist der zweite Teil des neuen Alice im Wunderland Franchises, was vor 6 Jahren gestartet ist. Und damals, da hörte sich das alles noch absolut perfekt an. Regietalent Tim Burton inszeniert einen Alice im Wunderland Film mit Johnny Depp als der verrückte Hutmacher. Das passt verdammt perfekt. Aber so enttäuscht, da waren die meisten Fans der Vorlage und auch die meisten Fans von Tim Burton, als dann 2010 mit Alice im Wunderland ein Film kam, der zwar visuell sehr interessant war und auch ein paar gute Ideen hatte, der allerdings narrativ und von der Geschichte verdammt holprig daherkam und der mit seiner Stringenz und seinen Regeln und Prophezeiungen und was weiß ich einfach nicht so recht in das Wunderland von Lewis Carroll passen wollte. Deswegen war das Verlangen nach einem Sequel jetzt nicht wirklich groß und es hat ja auch 6 Jahre jetzt gedauert. Jetzt ist es da mit Hinter den Spiegeln und man könnte sich ja denken, naja, jetzt können sie ja die Fehler des ersten Teils ausbügeln und auf den Stärken etwas draufsetzen. Aber nein, sie machen es genau andersrum. Sie setzen auf die Schwächen ein paar drauf und ignorieren die Stärken des ersten Teils. Herauskommt eine Fortsetzung, die leider weit schwächer ist als der schon nicht gerade perfekte Vorgänger. Regie führt diesmal der Brite James Bobin oder Bobbin. Der hat die Muppets-Filme auch gemacht, also Regie geführt bei denen, was sehr schön ist. Und das Drehbuch übernimmt erneut Linda Wolverton. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, die auch schon für den ersten Teil sich für das Drehbuch verantwortlich zeigte und auch Drehbücher zu Filmen wie Maleficent geschrieben hat und so weiter. Und all diese Drehbücher haben zumindest meiner Meinung nach gemein, dass sie alle narrativ relativ holprig sind, indem sie versuchen, alte, bekannte Geschichten neu zu adaptieren in einem neuen Setup, in einem neuen Kontext, die es aber irgendwie in sehr, sehr klischeehaften Zügen tun und wenig überraschend daherkommen und die meistens einfach nicht so richtig packen können. Und so ist es bei Hinter den Spiegeln auch. Und tatsächlich haben diese Drehbücher von Wolverton, zumindest von den Filmen, die ich kenne, auch immer mit einem Mangel an Kreativität zu kämpfen und das ist bei Hinter den Spiegeln ebenfalls so und in einem Alice im Wunderland Film, in diesem verrückten Universum von Lewis Carroll, da hat ein Mangel an Kreativität nun mal einfach keinen Platz. Der erste Teil hat ja noch sehr große Stärken bei der Visualität, bei der Optik des Films und auch Hinter den Spiegeln, das kann man nicht ignorieren, hat eine starke Visualität erneut. Der 3D-Effekt ist sehr, sehr gut gelungen, die Welt sieht bunt und verrückt aus, sie ist nicht mehr so düster wie bei Burton, sie ist viel mehr kindgerecht, mehr an Kinder angepasst, viel bunter und viel fröhlicher. Und es ist auch nichts Negatives. Das Wunderland sieht oft sehr, sehr, sehr schön aus. Es gibt ein paar visuell sehr beeindruckende Szenen, gerade wenn Alice durch die Zeit reist. Wo wir gerade dabei sind, die Story handelt natürlich von Alice, die nach ein paar Jahren zurück ins Wunderland und zwar durch einen Spiegel hindurch zurückkommt und feststellt, dass der verrückte Hutmacher leider seine Lebenslust verloren hat in einer gewissen Form. Deswegen reist die gute Alice durch die Zeit, um zu sehen, ob sie den Hutmacher noch retten kann. Das war's. Und vermag dieses Zeitreisen-Setup ja noch irgendwie so ein bisschen Möglichkeiten zu geben und ist es am Anfang auch noch echt interessant gemacht, fällt das im Endeffekt leider sehr, sehr krass in sich zusammen bei Hinter den Spiegeln. Denn was der erste Teil meiner Meinung nach schon nicht so gut gemacht hat, er hat erklärt und dargestellt und hier und dort. Das Wunderland wurde in so viele Einzelteile zerlegt und einfach erklärt. Und das passt meiner Meinung nach nicht so gut zu Wunderland, dass hier angefangen wird, die Hintergründe der Figuren zu erklären. Und das macht Hinter den Spiegeln noch krasser. Gerade durch die Zeitreisethematik wird hier wirklich, wenn ihr die Motivation von fast jedem Charakter erklärt, man findet heraus, wer kommt woher, warum ist die Person verrückt, warum hat die und die Person das abgefahrene Merkmal und das nahm zumindest für mich wahnsinnig viel Mystik und wahnsinnig viel Faszination von diesen Figuren. Und Hinter den Spiegeln verschreit sich komplette Exposition und komplette Erklärung. Das hat mir einfach überhaupt nicht gefallen. Und auch narrativ war das, wie gesagt, nach wie vor eher holprig gelöst. Alice hüpft von einem Setpiece zum anderen und erlebt dort kurz ein Abenteuer und dann kommt das nächste und dann kommt das nächste und dann kommt das nächste. Und es wird diese Strichliste, wo abgehakt wird, ja, jetzt sind wir in der Zeitlinie, da muss ich das machen und weiter und weiter. Und es wirkt einfach insgesamt unfassbar leer. Dieser Film hat keinerlei Substanz. Diese unheimlich schöne Optik ist gefüllt mit nichts. Da steckt nichts dahinter. Weder eine gute Story, noch in irgendeiner Form interessante Charaktere. Auch die Darsteller machen in der Hinsicht eher so einen zwiegespaltenen Eindruck. Verschreien sie alle vollkommen in Overacting. Das funktioniert bei einer Helena Bonham Carter noch sehr gut. Bei einem Johnny Depp ist es einfach verdammt nervig, wenn er die ganze Zeit lispelt und man sich fragt, boah, Junge,
spielt mal wieder was Cooles wie Black Mass. Sehr beeindruckt hat Sacha Baron Cohen. Das ist die einzige Figur, der einzige Darsteller in diesem Film, wo ich wirklich dachte, das ist richtig, richtig gut gelungen. Immer wenn Baron Cohen als er spielt die Zeit auf die Leinwand kommt, dann ist der Film relativ lustig, dann ist der Film sympathisch und dann zeigt er ein bisschen was von diesem Wunder, was im Wunderland einfach möglich ist. Der Rest des Films, wie gesagt, sehr, sehr substanzlos, sehr, sehr leer und das reißt einen einfach nicht mit. Das fliegt an einem vorbei und man nimmt es so mit, weil Alice im Wunderland in den Spiegeln ist trotzdem jetzt nicht furchtbar, denn der Film unterhält auf einer gewissen Ebene schon, aber da wäre einfach wahnsinnig viel mehr drin gewesen. Am Ende gibt es mir deswegen nur 4 von 10 Punkten für den neuen Alice im Wunderland hinter den Spiegeln. Man muss ja einfach feststellen, dass die Macher nichts aus Teil 1 gelernt haben, die Fehler einfach fortsetzen, sogar noch ein paar Fehler draufhauen, in denen der Film einfach der Burton'sche Charme abgeht und hier eine Story vorgestellt wird, die einen sowas von wenig interessiert, Figuren vorgestellt werden, die so dünn und langweilig sind, dass man da sitzt und sich ab und zu an der optischen Opulenz zwar berauschen kann, das reicht aber nicht für einen guten oder annehmbaren Film. Hat euch dieses Video gefallen, dann subscribe doch und like doch. Hoffen wir mal, dass diesen Donnerstag mit dem Warcraft-Film ein Film rauskommt, der nicht so leer ist in seiner ganzen CGI-Optik. Wir sind gespannt, die Kritik folgt dann natürlich auch bald. Mich würde interessieren, was denn für euch eine gute Realverfilmung eines Kinderklassikers war. Da gab es ja einige in letzter Zeit und wünsche euch deswegen noch ein schönes Kinowochenende. Bye, bye.